Naja, das mit dem alles ist möglich, was ich Ihnen am Anfang der Sendung angekündigt habe, ist natürlich relativ, und zwar relativ abhängig von Macht, Fähigkeit und Wille in Sachen Klimaschutz in diesem Falle. Alles sollte da sein in den Sondierungsgesprächen der Bundesregierung. Alles sollte da möglich sein. Aber trotzdem scheint man da nicht so richtig übereinzukommen bei den Sondierungsgesprächen in Berlin derzeit. Wie viel Klimaschutz versus wie viel Arbeitsplätze man bereit ist anzugehen im Sinne der Welt. Also für Sie, mich und uns alle, da wir auf diesem Planeten leben. Und das, obwohl derzeit in Bonn bei der Weltklimakonferenz jeder verstanden hat, dass es 11:55 ist. So oder so ähnlich hat das heute wohl auch in Berlin geklungen, bei der Pressekonferenz des Deutschen Klimakonsortiums. Das ist eine Vereinigung, in der sich wichtige Klima- und Klimafolgenforscher zusammengetan haben. Der Tenor heute in Berlin: Kohleausstieg absolut notwendig. Die Jamaika-Sondierer werden sicherlich aufmerksam zugehört haben. Eine Bundesregierung, die ganz gleich in welcher Koalitionsfarbenkombination dieses Ziel ausgesprochen und bestätigt hat, sollte zumindest klar machen, dass das selbst formulierte Ziel ihnen nicht völlig egal ist. Und das bedeutet natürlich, dass man jetzt Schritte tun müsste in den Koalitionsvereinbarungen, wie auch immer, gegebenenfalls nach Neuwahlen, dass man in die Braunkohleverstromung hineingehen muss. Und dort ist tatsächlich Potenzial vorhanden, in den nächsten 3 bis 5 Jahren etliches zu erreichen. Ich meine, was auch immer verschwiegen wird, ist, dass die Kohleverstromung auch ein massives Gesundheitsproblem darstellt. Und das sind unmittelbare Auswirkungen. Also man hätte die Möglichkeit, tatsächlich auch noch was für die öffentliche Gesundheit zu tun, wenn man eingreift. Und dann werden wir vielleicht nicht bei 40% landen, aber wenn es 36, 37% wären, dann hätte man zumindest seine Glaubwürdigkeit nicht aufs Spiel gesetzt. Aber wichtig ist in der Tat das, was Gernot Kleppers sagt, es geht darum, letztendlich eine strukturelle Wende herbeizuführen. Da ist die Braunkohle wichtig, aber das sind andere Sektoren genauso betroffen. Weil jetzt wird dasselbe Spiel, was ich vorhin schon angedeutet habe, eben wieder gespielt werden. Auch die FDP sagt, ja, 2030 findet man ganz toll, das Ziel. Das ist ein ziemlich ehrgeiziges, nicht? Und wenn man wieder 3, 4, 5 Jahre wartet, wird man irgendwann erklären, ja, aber das ist völlig unmöglich. Wir wollen doch nicht Deutschland deindustrialisieren. Das Spiel habe ich so oft erlebt. Also ich falle nicht mehr drauf herein. Insofern, 2 Dinge müssen geschehen. Man muss ein paar substanzielle Zusagen dann auch wirklich implementieren. Und natürlich muss man ran an die Braunkohle. Und dann muss man klar machen, dass man etwa im Mobilitätsbereich tatsächlich die Wende zur Elektromobilität ernst nimmt. Das heißt, man muss zumindest glaubhaft machen, dass man die 2030er Ziele ernst nimmt. Und diese Art von Transformation wird geschehen. Sie wird übrigens durch die Märkte von selbst geschehen, aber eben nicht schnell genug. Jeder 4. Mensch, der vorzeitig stirbt auf diesem Planeten, stirbt an Umweltverschmutzung. Das ist ein sozialer Skandal von unvorstellbaren Ausmaßen, hat die Medical Community bisher weitgehend ignoriert. Da werden eher mit teuersten Apparaturen versucht, Nischenkrankheiten zu bekämpfen, was völlig in Ordnung ist. Wenn ich selbst an so einer Krankheit leiden würde, wäre ich natürlich glücklich darüber. Aber das Megathema, der Elephant in the Room, wenn Sie so wollen, der wurde ignoriert. Das ändert sich gerade. Und das ist möglicherweise ein extrem starkes Bündnis. Weil wenn mein Kind an Pseudokrupp leidet oder eben tatsächlich dann an Asthma oder wie auch immer, dann geht mir das natürlich nahe und es geht mir näher, als wenn ich erfahre, dass es vielleicht in 40 Jahren an Hitzestress leiden würde. Ja, das ist so. Das Zweite aber, was ich sagen wollte, weil ich in der Tat im Vatikan war, an der Enzyklika beteiligt war, ich war dieses Jahr eingeladen bei der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda. Da waren alle Bischöfe und Weihbischöfe da, katholische Kirche. Ich war bei der Landessynode Berlin-Brandenburg-Oberlausitz und wie immer das heißt. Es ist tatsächlich so, dass die größte Debatte, nicht nur moralisch, sondern auch generell politisch, im Augenblick in den Glaubensgemeinschaften stattfindet. Eine verrückte Situation, dass die katholische Kirche
die eigentlich die konservativste Institution der Welt ist, jetzt plötzlich an der Spitze des Fortschritts marschiert. Verkehrte Welt, aber vielleicht dann doch die richtige Welt. Das heißt, wir Klimawissenschaftler, die zunächst mal wirklich nur der Wahrheit verpflichtet sind, nur der Wahrheit verpflichtet sind. Wenn wir aber sagen, wir haben auch eine Kommunikationsaufgabe zu erfüllen, das tun wir heute, das tun wir in verschiedener Form, ganz gleich, welches Forum wir finden, dann müssen wir natürlich auch sagen, ja, wie Sie richtig bemerken, das Bewusstsein der Problemhöhe müsste zumindest hergestellt werden, nicht? Und Politik? Politik ist nicht nur dazu da, Mehrheiten zu organisieren, sondern wir wählen in einer demokratischen Gesellschaft Politiker, damit sie auch Zukunftsverantwortung übernehmen. Ne? Ohne Verantwortung brauche ich kein politisches Amt in diesem Fall. Ja? Und ich komme zu der Einsicht, dass es tatsächlich dadurch passiert, dass man eigentlich an die fundamentalen Werte zurückverweist, die wir, glaube ich, als Konsens in unserer Gesellschaft haben, in einer offenen, demokratischen Gesellschaft. Und eines dieser Werte ist, dass wir möglichst unsere Nachkommen nicht umbringen sollten. Mich als Wissenschaftler interessiert erst einmal gar nicht, wie viel ausgestoßen wird, weil diese Zahlen, die sind auch sehr unsicher. Da wird auch so ein bisschen geschummelt hin und wieder, zum Beispiel von den Chinesen. Mich als Wissenschaftler interessiert beispielsweise, wie viel CO2 ist wirklich in der Luft und wie hat sich dieser Gehalt von CO2 in den letzten Jahren entwickelt. Und wenn ich mir das ansehe, dann muss ich leider feststellen, dass der Gehalt an CO2, und nur der bestimmt ja letzten Endes das Klima, dass der Gehalt von CO2 immer schneller gestiegen ist. Und worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass die Geschwindigkeit, mit der wir diese Transformation durchführen müssen, möglicherweise noch höher ist, als wir heute glauben. Denn den Quellen, wir stoßen ja CO2 aus, stehen auch Senken gegenüber. Gut die Hälfte des CO2, das wir ausstoßen, wird von den Senken wieder aufgenommen, also von Land und von den Weltmeeren. Also nur ungefähr 44% des CO2, das wir ausstoßen, bleibt drin. Nun erwarten wir, dass diese natürlichen Senken, also beispielsweise die Ozeansenke, sich im Laufe der Zeit infolge des Klimawandels verringert. Das heißt, die Ozeane werden immer noch CO2 aufnehmen, aber der relative Anteil an den menschlichen Emissionen, der könnte geringer werden. Und wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, und das Gleiche gilt für die Landsenke, dann müssen wir noch schneller handeln, als wie wir es im Moment glauben. Und deswegen denke ich, haben wir wirklich absolut keine Zeit mehr zu verlieren, selbst wenn die Senken gleich bleiben sollten. Aber wir können eigentlich nicht darauf vertrauen, dass die Senken wirklich gleich bleiben, sondern alle wissenschaftlichen Studien deuten an, dass sie weniger effizient werden. Man kann darüber streiten, um wie viel, aber klar ist, sie werden nicht mehr in dem Maße CO2 aufnehmen, wie sie es in den letzten Jahrzehnten getan haben.